Erdumschlag. Lernt einem Schwert meinen Schwertrundumschlag. Okay, wer soll es lernen? Takato. Takato beherrscht einen Schwertrundumschlag. Feuerfunke, Lehrling, wer bei Lehrling, Sakuya. Okay. Solange du nicht Exibenz schreibst. Exitäts, ja, Existenz. So, Feuerfunke, Takato. Warum darf ich das einspielen? Achso, das ist, komisch, Schneider. Pfadfinder. Kante kann diese Fähigkeit lernen. Ach, also, abgefragt, komm mal an. Wunden kurieren. Keine kann diese Fähigkeit. Achso, war ja, stimmt ja. Oh, wir haben jetzt keine Heil. Das war keine gute Idee, Scheiße, aber wir haben nur 5 Heilsachen. Nein, das Spielende sichern. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl hierbei. Na, guck mal, wie die Schleime hier nicht rein können. Ja. Okay, Grauschleim erscheint. Okay, einmal das. Angreifen. Und du kannst gar nichts, du Dummer. Na gut, dann halt so. Oh mein Gott, aua, macht das Schaden, das Vieh. Dann hol dir doch den Schildstein, werde ich glaube ich auch machen. Weil ganz ehrlich, der Schwierigkeitsgrad hier, der kann doch nicht gerade einfach sein. Aber cool, keine Random Encounter. Yep, damals habe ich gelernt, dass man keine Random Encounter nutzt. So, du machst das. Du heilst einfach mal eben kurz. Ne, das ist nicht Blödsinn. Du greifst an und du greifst an. Okay. Na, Ei ist total schwach, weil die keine. Mal. Habe ich vergessen, die. Ich glaube, ich habe vergessen, die Sachen einzulegen. Mal kurz nachgucken. Wie heißt die Währung bitte? Qui. Ja. Ausrüstung. Ah, kannst du sogar ausrüsten. Breitschwert. Schnelligkeit. Obwohl, nee, bei dir bist du eher der Tank, glaube ich. Lichtenstab. Intelligenz. Dornlich. Leichtes Wams. Und du, die Lederkleidung und die Streit. Warum kennst du mit Streitechsen? Achso, bist du ja knapp, dann stimmt ja. So, speichere mal eben kurz und dann merkt man mal kurz hier das Item erstellen. Ach, da gibt es sogar Items dafür. Ultra Mega Buster und Ultra Mega Heiler. Okay. Dann werde ich mir mal eben kurz geben. Stadtgebiet. Change Weapons Fichtenstab plus 1. Warum? Egal. Was ist das? Achso, das ist das Event da. Change Items. Ich habe damals schon mitbekommen, wie kacke das bei Link sind ist und habe mir Sheet Items gegeben. Ich glaube, oder auch vielleicht ein Let's Play, wer weiß. Keine Ahnung. So. Mal hier irgendwas. Bob. So. Jetzt braucht er wieder ewig lange zum Laden. Gespannt, ob. Miau. Oh, Inception wollte ich gerade eben schon wieder machen, irgendwie. Ich bin gespannt, ob Matze heute streamt oder nicht. Das sehen wir ja dann. So, Grauschleim und den Ultra Mega Buster. Bams. Okay, das ist auch wieder falsch mal wieder. Irgendwie. Wie sieht es denn aus mit den EP? Oh, die brauchen sie doch. Guck mal, wie wenig EP die brauchen. Das finde ich gut. Na komm her. Bams. Wenn man eine Heilerin hat, dann ist das vielleicht gar nicht mal so schwer, weil man dann halt heilen kann. Aber so, wenn man halt die Knappe nimmt, hat man ziemlich einen Arschkarte gezogen. Und Level 2, sehr gut. Vor allem interessant, wie die Gegner uns nicht angreifen, obwohl wir bei ihnen stehen. Ja, das ist mal wieder richtig geil gemacht, ne? So. So. Ich glaube, das ist der Boss oder so, der gerade auf uns zugelaufen kommt.
Also auch scheiße gelöst, dass die Gegner so schnell sind. Also ganz ehrlich, das ist immer so eine Sache. Die ist richtig blöd. Allbeisam Schleimklumpen. Sehr gut. Weg, 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 geh weg. Danke. Ich erstmal deine anderen Schleimis da besiegen, bevor ich hier irgendwie was anderes mache. Das heißt besiegen, ich töte sie einfach nur mit einem Ultra Mega Buster. Oh Mann. Komm mal her. So. Ausschleimen. Ich glaube, also dann geht das Spiel auch nicht. Wie gesagt, noch eine Stunde und ein Viertel. Takado Stufe 3, Sakedo Stufe 3, Lakado Stufe 3, Ei Stufe 3. Sehr gut. Kumpstich Kui. Kui. Kui, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh, was weit. Pestpilz und Grauschleim. Okay. Das da. Die VP haben die Viecher denn? 156, okay. Pestwolke, was auch immer das macht. Es gibt feuerempfindlich, okay. Und gegen heilig. Weiß nicht, auf grün heißt, dass er gegen empfindlich ist. Begegnung einmal, Erfahrung, Heilbalsam und Pilzhut. Okay. Du greifst das Vieh an. Einmal Hinterhaltsangriff. Wie haben wir dann Bücher MP-Kram? Ja. Okay, dann würde ich sagen, greifst du damit an. Und du greifst damit an. So, okay. Und Dark Levi ist weg, okay. Haben wir schon gefragt, wer das ist. Pestwolke. Was? 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 Wie bitte? Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Das ist nicht dein Ernst. Was? Alter! Ich habe nichts, um das zu heilen. Ich muss mal kurz heilen. Oh wow, ja, das verteidigen, verteidigen, verteidigen. Das war jetzt etwas sehr heftig. Oh Mann. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach ja, nee, ist klar, ist klar. Alter, was kann dieses Kram, dieser Kram alles? Das ist doch nicht normal. Nee, du machst das. Du, wenn du über den vergiftet bist, du kannst nichts machen, du heilst. Du machst einen Hinterhaltsangriff. Du greifst an. So. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Also dieser Boss, der ist etwas sehr unfair. Ich hoffe, der kann das nicht unendlich oft einsetzen. Oh Mann. Wenn du also Schaden bist gelähmt und kann sich nicht bewegen. Schwertrundumschlag. 69. 69. Ja. Gut. Macht aber auch Schaden. Schwertrundumschlag, Feuerfunke, Hinterhaltsangriff, wie viel HP hat das wie noch? Wie ist ich als halber mal? Alle drauf auf den Schleim. Ja, ist nicht wieder alle irgendwie. Ja, super! Geil! Ja, das ist mal wieder richtig geil, ne? Oh, der Boss ist erst gestorben. Mit der Mega-Heiler. Na toll, das treffen alle nicht, weil ich das. Naja. Ich muss ein bisschen mal von der Taste loslassen. Nicht, dass aussehen die feststelle hier diese wie heißt die Funktion von Windows? Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das hat dann die Taste immer zugedrückt wird. Das ist scheiße. Naja, so. Okay, das war jetzt nicht gerade einfach. Ach, das ist die Truhe. Und die Truhe ist schon offen. Ich glaube, das soll nicht so sein. Speichern. Soll ich die Truhe lassen, als der Bossgegner zurück? Mach sie auf, Takato. Oh ja, mach ihn auf. Nicht so hastig. Ach, mach die dumme Kiste endlich auf, Takato. Mensch, da will man es einmal spannend machen und ihr vermüßt mir jetzt mehr. 200 Bier gefunden, dreimal Haifi-Ole gefunden. Ich frage mich, was jetzt wohl kommt. Der NPC müsste doch mal langsam auftauchen. Was zum...
Was passiert denn hier? Okay, langsam wird es schwarz. Unsere jungen vier Freunde erlebten nun etwas, was nie zuvor in irgendeinem Online-Spiel passiert war. Sie wurden in das Spiel hineingesaugt. Das letzte, was sie sahen, war die grüne Wiese und die offene Truhe. Dann schien es, als würde jemand ihnen einen schweren Ball gegen die Stirn schlagen, denn sie fielen auf der Stelle in Ohnmacht. Qui ist voll der lustige Name. Ja, die Kapitel 1, epische Musik, seltsame Geschehnisse. Okay. Oh, Final Fantasy 1 Musik, guck an. Wo bin ich? Ein Zimmer? Wir waren doch gerade noch auf dem Feld. Was ist denn nur geschehen? So kann ich mich nicht auslocken. Wieso spüre ich meinen Körper nicht mehr? Na, jetzt mal ganz durch, Staccato. Da musst du irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich sollte mich erst einmal umsehen. Okay, Ja, wow! Mal ja, richtig geil. So. Aha. Okay. Warum haben wir eigentlich so viel Zeug jetzt? Irgendwie. Ausrüstung hier. Streitwaffen, stabile Kleidung. Die Streitaxt, die haben wir doch irgendwie ausgerüstet. Ich steige euch einfach aufs Klavier. Ich bin einmal so frech. Habe ich eingestellt. Super. Und nix. Dum. 70 Qui gefunden. Yay. Dum. Lakato, ei, unser Kuya. Takato, du bist endlich aufgewacht. Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht. Ich habe leider nicht so viele Frauenstimmen. Warum das? Nun ja, du hast den ganzen Tag lang geschlafen, deswegen. Einen Tag geschlafen? Ja, aber es ist etwas ganz anderem und wichtigerem. Ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber wir können uns nicht auslocken. Keine von uns vieren. Ich habe mich schon gefragt, was es damit auf sich hat. Gleich nachdem ich aufgewacht bin, habe ich es versucht. Wir können auch unsere Körper nicht mehr spüren. Wo eigentlich die Visual Looks sitzen sollten. Was sind die Visual Looks? Das erste Mal ist, dass der Sitz erwähnt wurde. Spüre ich meine Augen. Oder die Augen meines alter Ego. Besser gesagt. Das ist wirklich seltsam. Leider können wir nichts anderes machen, als erstmal das Beste aus der Situation zu machen. Tun. Scheint so zu sein, ja. Vielleicht sollten wir das Spiel erstmal frei raus erkunden. Bestimmt lassen sich irgendwo Hinweise auf andere Anomalien finden. Ach, ich glaube, es sagt Moin. Oder jemand, der uns das erklären kann. Keine schlechte Idee, Takato. Lass es uns anpacken. Wie geht's? Oh, ja, ich spiele hier gerade Trash Maker Spiele von mir. I know, ja. So, Kuya, Lakato und Ei schließen sich der Gruppe an. Von nun an kannst du das Spiel frei erkunden. Sei jedoch gewarnt, es gibt Gebiete im Spiel, denen deine Gruppe unter Umständen nicht gewachsen ist. Sollte dies geschehen, wirst du durch eine entsprechende Texteinbindung gewarnt. Dein Ziel ist es, das Spiel zu erkunden und herauszufinden, wer für das Schlamassel unserer Helden verantwortlich ist. Viel Erfolg! Ja, okay. Nehmen wir es einfach mal so hin. Spieler. In die Reihenwelt sollen vier Kinder spurlos verschwunden sein, während sie Last Fantasy gespielt haben. Wer wohl? Entschuldige bitte, mein Freund hier, er ist heute etwas schlecht gelaunt. Lass mich zufrieden. Ich wünsche, dass du StarCraft 2 hast. Ich spiele solche Spiele nicht, von daher. In manchen Gasthäusern findet man Auftraggeber, die einen Aufgaben geben. Aha. Die große, beste Methode, um schnell aufzustufen. Ja, wenn du meinst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Fantasy ist so riesig. Warum ist da jetzt ein X bei mir? Warum wird da jetzt ein Bild von dir nicht angezeigt? Komisch. Naja. Ich weiß gar nicht, achso. Ja, haben wir das? Ach ja, keine Ahnung. Und warum ist da eigentlich ein kleiner Mensch? Naja. Wollte ich die Musik ändern? Das ist typisch. Etwas Ruhiges. Das haben wir schon. Etwas zum Wandern.